Servus und hallo, willkommen zu Bounty Train und hallo an den Anu. Moinsens. So, wir haben hier ein bisschen rumgedoktort. Ach ne, wir müssen noch doktoren. Upsi. Ich mach mal schnell. 1, 2, 3. Einen noch reinpacken. Einen noch reinpacken, genau. Wir hatten nur den Zug reparieren wollen. In einen Waggon. Haben dann festgestellt, dass exakt derselbe Waggon mit denselben Upgrades, die hinten auch noch rumstand. 7 von 8 Einheiten Stahl, die wir für die Baustelle brauchen. Mhm. Oh, wow. Ich sehe bei den Ziegeln, dass es eng wird, dass wir da viel von mitkriegen. Sind die so schwer? 2! Wow. Ob wir dann auch noch die Nahrung... Nö. Wir müssen echt weit upgraden. Wir brauchen bald eine neue Lok. Ja, wir sind ja auf dem Weg dahin, ne? Das ist ja einer unserer großen Pläne. Das Schlimme ist, wir kaufen jetzt eigentlich nur Sachen, für die wir wieder kein Geld kriegen beim Abgeben. Ja. Exakt. Naja, so. Wir haben mal einen Teil dabei. Guti, damit düsen wir dann rüber nach Omaha. Aber wir könnten gucken, ob wir Passagiere noch vielleicht mitkriegen. Passagiere für Omaha. Hier ist keiner dabei. Da hat keiner Bock. Post ist auch nicht dabei. Okay. So, an Bord sind alle. Nee, Ost fällt einer, durch einer, Ost. Einer von 5? Ach, die sind ja nicht verliebt laut. Sich auf. So, James, wie kriege ich das so? Einmal nach vorne. Grau Fuchs an Fenster 1. Henry an Fenster 2. Schöne Durchsage. Melvin an Fenster da. So. Wie der Durchsage, ja. So, haben wir hier sonst irgendwas? Bitte fahren Sie weiter zu Schalter 1. Ja, genau. Grauer Fuchs. Okay, dann. Omaha, willkommen! Oha. Ma. Oh ne. Ohama. Trandelnde, genau. Handelnde Indianer. Oh, das kann sie wieder nicht. Das ist hier schon zu weit. Mein Gott, ist aber eine zickige Lok, die wir hier aktuell haben. Ey. Das ist ja. Mir fällt auch gerade auf, wir haben gar kein neues. Die weiß, dass sie bald ersetzt wird. Wir haben gar kein Depot mehr eröffnet, nachdem wir das andere abgeholt haben. Hm. Ah ja, komm. So. Wir sind schon wieder auf 39 runter. Ich verlängere mal. So, Geld einzahlen. Ja, möchten wir. Was haben wir denn? So, dann wären wir auf 25 wieder. Ja. Wir haben jetzt genauso viel Geld wie vor 3 Folgen. Aber wir haben ja schon viele Quests geschafft. Ja, genau. Und der Ruf in Omaha ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, den wir inzwischen schon dort haben. Ein Brief für Cincinnati. Das liegt nicht wirklich auf dem Weg, ne? Cincinnati, nee. Mein. 1, 2, 3, 4 zu 1, 2, 3. Ja, oh Gott. Aber nö. Hab jetzt auch keinen Bock drauf. Ein Passagier, Omaha! 9 Tage! Zack, du bist dabei. Memphis, Jackson, Atlanta. Wie so ein Recall. Du bist dabei. Das ist ein Recall. Ach, das war der Brief. Haben wir noch eine Fracht, Anlieferung, Pelze. Oh, hier. Was haben wir dabei? Ach, den ganzen Kram für die Baustelle. Verdammt, ey. Oder wir laden als Einzeltier ab. Oh Gott. So. Alter, das dauert 13 Tage. Gehen wir jetzt nix mit dem You. Louis You. Was? Use You? Ja, bringe den nach Omaha. Der, den wir im Recall mitgenommen haben. Also Stein und Ziegel ist, glaube ich, doch ein bisschen schwerer, ne? Die Frage ist, lassen wir den Begleitwaggon da? Ja, dann können wir den
Ja, dann müssen wir nochmal kommen. Gut, zwangsweise müssen wir hier hinten hin. Die Städte okay. links hiervon haben nicht die Materialien, die wir brauchen für... Probier's mal, aber ich glaube nicht, dass uns das besonders viel einspart, weil wir müssen ja 4 Tage einsparen. Richtig? Wird aber lang. Wir sparen sogar 7 Tage ohne den Begleiter. Okay, krass. Wie schwer sind die denn bitte? Ja, offensichtlich sehr schwer für diese Lok, die wir hier haben. Also der General, der ist echt an sein ultimatives Limit hier angekommen inzwischen. Ja. Na gut. Ja. Detroit dürfen wir nicht vergessen. Detroit. Wir könnten aber nochmal eben gucken, wenn wir jetzt ein bisschen Tage Zeit plus noch haben, 3 um genau zu sein. Dann können wir noch einen Sieger mitnehmen. Verdammt, haben die nur 5? Nee, wir haben zu viel von den anderen Kram, ne? Ach, verdammt. Ja, also, mal Öl mitnehmen? Wir könnten noch 5 weitere Ziegel mitnehmen. Ja, aber dann sind wir vielleicht wieder Maximum. Nee, also über 66 von 74. Nee, ich meine eher von der Zeit. Ach so. Kannst du mal nach und nach. Pack mal 2 rein. Aber hier wären die Ziegel, die wir bräuchten. Das heißt, wir könnten dann doch jetzt erstmal kaufen, die 5. Gucken, ob es langt für Mr. Louis Hughes. Wenn nicht, dann packen wir sie hier ins Lager zurück und kommen dann eh hierhin zurück. A, wegen dem Waggon und B, um diese hier liegenden Ziegel und die Restsummerziegel, die wir dann von den Ziegeln brauchen. Ja, dann kauf gleich noch die restlichen, oder? Kauf noch 10 Stück. Okay, kauf jetzt. Kannst du mal hinstellen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 fehlen noch. 5. Okay. So ist gleich auf dem Bahnsteig kaufen, ne? Ja. Wunderbar. Okay, so. Mal gucken, ob das lang ist. Sollen wir das Öl hier auch mitnehmen oder wolltest du das woanders? Die 8. Können wir auch. Wir haben halt keinen Platz mehr, aber ich kann sie ja schon mal hinstellen. Mhm. Okay. So. 8 Tage und 9 Stunden. Wir haben 9 Tage 16. Geht sie aus. Sofern nicht irgendeine Beschädigung wieder an der Lok kommt. Komm, wir machen so. Ich lade noch einen Stein ab zur Sicherheit. So. 7 Tage 20er, damit bin ich zufriedener. Okay. Und tschüss. Als ob ich vorhersehen kann. Kann ich jetzt noch sehen, wie lange er braucht? Nee, ne? Verdammt, ey. 6 Tage, 5 Tage. Ja, doch, 4 Tage. Ach, Freunde, nicht jetzt. Stahlpelze. Sitting Bull. Sitting Bull. Tut mir leid, ich habe keine Waffen. Ich habe Waffen anzubieten, also, das kannst du mir zahlen. Also sein, wow. sein Angebot ja, ist ja richtig, also, was anzubieten. Also wir könnten ja die Revolver mal verkaufen, die wir eh nicht brauchen hier, oder? Ja, denn einen schlechten Tomahawk. Wir rüsten die Indianer hier aus. Anderen meinte ich aber, ist auch okay. Ja, das ist aber auch der schlechte. Der ganz gute ist, glaube ich, diese mit diesen 3 Federn und sowas hier. So. Ja, von mir aus können wir auch. Die Revolver waren, glaube ich, auch ganz. Wieso sehen wir. Achso, weil die ohne die anderen unterwegs sind. ja, komm, ich verkaufe die Waffen hier. Schaden 10, da haben wir besseres, glaube ich. Haben alle besseres. 15. Ja, den kannst du vielleicht behalten. Der ist, glaube ich, ganz gut. Hm? Okay, und das Gewehr. Mit einem Schuss. Magazin. Größe 1, hau weg. Und den letzten Revolver, also den ersten Revolver weg, ja, genau. Passt. Haben wir auch wieder Geld. Jo. Und der Sichtig Bull freut sich. Oh, Schießeisen! Jetzt kommt wie euer Zug überfallen. Was?
Gut, ja, wir haben eh keinen Platz, dann tschüss, Freunde. 4 Tage, 3 Tage. 2 Tage. Ein Tag, okay. So. Louis ist das abgeliefert. Ui. Warte mal, wo muss ich das? Hier im Bahnsteig muss ich das hinstellen, das Zeug, ne? Mhm. Bewegung. Geil. Zack, so. Nahrung, okay, das heißt, wir haben 2,50. Das müssen wir uns fast irgendwo aufschreiben, oder? Kannst du aufs I klicken? Sehen wir da vielleicht irgendwas Näheres? Wie Näheres? Wenn du aufs I klickst bei der Quest? Dass wir sehen, dass wir schon 2 haben von der Nahrung? Oder müssen wir uns das merken? Dann müssen wir uns offensichtlich merken, weil das Spiel sagt uns. Achso, oder notfalls schauen wir da auf diesen dritten Reiter, dann sehen wir es auch. Den dritten Reiter? Was wo steht, in welcher Stadt? Mhm. Achso, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, genau. Okay. Reparieren wir diesen Waggon? Oder lassen wir ihn so, wie er ist? Mit der Radbeschädigung, Tempo minus 7. Wird schon passen, oder? Okay. Das heißt, zurück nach Detroit. Gibt es vielleicht einen Auftrag für die. Jetzt geht doch ran, so, für Detroit. Nö, aber für Kansas gibt es hier einen. Das liegt direkt nicht auf dem Weg. Gutes Gespräch. Sollen wir es trotzdem machen? Warte, wo ist denn Kansas City? Nein, es ist. Kennen wir das schon? Hat man ja, das ja, schon? Ja, ja, das ist hier eins drunter, da. Ja, können wir ja auch machen. Wir könnten bis davon hier nach Detroit halt irgendwie über St. Louis, Chicago. Ist schon machbar. Wir müssen ja eh noch 3 Aufträge erfüllen für diese Stadt ja. Hier. Deswegen meine ich, wäre eine Idee. 20 Tage, nee, das gibt gutes Fitness. Geld. Ja. 8 Einheiten Schmuck in 20 Tagen. Nicht der Ding. Schmuck in die. Boah, wo ist denn hier Schmuck? St. Louis. St. Louis war gleich hinter Kansas, ne? Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kansas. St. Louis. Schmuck, 8 Einheiten. Dann das geht nicht mit aus. Wieso? Achso, Anlieferung, okay. Ja, das, dann passt. Dann passt. So. So, dann losgedüst. Warte mal. Huch. Blink, blink, blink. Ach, das ist unser Wolf, okay, das ist der schlechtere. Ja, wir sehen das Gewehr halt gerade nicht, weil der Fraggle halt sonst wo rumsteht. Briefe nach Louisville liegen nicht auf dem Weg. Nee, schade. Das ist das andere Louis. Das andere Louis. Cleve, St. Paul, nee, Chicago. Ja. St. Paul. Das ist falsche Sand. Das falsche Sand. Okay, gut, dann. Ich meine, Chicago eventuell. Aber. Naja, wir werden jetzt nicht. Erst nach Kansas, dann nach St. Louis und dann wieder zurück hierhin. Wegen dem Schmuck und der Zeit. Und dann würden wir erst nach Chicago fahren. So wäre mein Gedanke gerade. Ich glaube, das ist zu wenig. Okay, ja. Mhm. Alter. Ey. Ich habe das Gefühl, das Ding wird nur noch von den Flicken um die Reparaturen herum zusammengehalten. Bald bricht sie in alle Einzelteile. So, hier sind mal eure 16 Einheiten. Pelze, liebe Freunde. Coole, coole, coole. Zack, so. Dann fahren wir jetzt rüber nach St. Louis. Hätten noch Platz. Gibt's eine Aufgabe? Ja, sind voll. Also, wir haben volles. Wir haben volle freie Sachen. Wir haben volle freie Sachen. Guck mal, hier ein Passagier, 3 Tage, den können wir schon mal mitnehmen. So, Aufträge gibt's nicht, aber wir können ja vielleicht aus dem Frachtbestand irgendwas mitnehmen. So, was ist das? Eine Stadt weiter? Wieso steht hier nicht? Ach, da oben. So. Stahl? Okay.
Oder irgendwie nur Stahl. Na gut. Werkzeug müssen wir nicht anliefern, oder? Zufälligerweise nee, für... Nee. Okay. Ziegelöl und Nahrung ist der Rest. Schade. Okay. Ja, Ziegel haben wir schon komplett gekauft. Öl, glaube ich, auch. Öl auch, ja. Nur Nahrung müssen wir uns immer irgendwie mal zusammen klabustern. Ach, hier hätte man schauen können, ob... Okay. Was denn? Hätte man schauen können, ob der Fragger, der auf dem Wegesrand steht, irgendwas braucht. Oh. Zu dem wir jetzt gleich kommen. Ich stelle auch gerade fest, wir haben noch einen Passagier. Ich hoffe, wir schaffen diese Strecke in 2 Tagen. Nicht, dass der Stahl jetzt wieder zu schwer war am Ende. Oh Gott, nee, das klappt nicht. Ja, das kann sein. Okay, Gastfreundschaft. Ah, gleich die Schande hier wegklingen. Ja, Freunde, ich habe selbst Stahl, ich brauche eher nicht. Was hat ein Tom im Angebot? Der Tom. Der Tom. Ist doch gar nicht, der war lange in der Sonne, seit er in der Schweiz war. 28. Schade, dass wir jetzt keinen Waggon mit haben. Primärfähigkeit ist Feuerwehrlöscher und danach kommt Bogenschütze. Aber beides auf 12, beides am Maximum, glaube ich. Das ist schon nicht verkehrt. Okay. Naja, aber... Wir finden ihn schon irgendwann wieder. So, mal, St. Louis, akzeptierst du Alkohol? Oh. Ja. Aber wir haben keinen Platz. Nicht so wirklich. Ja, dann nicht. Hallo St. Louis. Sieht's aus, braucht ihr Stahl? Alkohol. Fragt's mal da eben das Lager daneben. Hier hilft euch sicher aus. Ach, guck mal, hier liegt Tabak rum. Wow. Alter. Okay. So, dann brauchen wir jetzt Schmuck. 8 Einheiten. Wie sieht's denn aus mit Tabak in Omaha? Also, so weit kann doch Omaha gar nicht weg sein. Tabak in Omaha. Für 8. Ne. Nutze ich irgendwie auch nicht. Kann ich es hier verkaufen? Auch nicht. Ja, dann nicht. Dann bleibt's halt da. Washington, Philly, Richmond, Des Moines, Detroit. Des Moines, wie lange? 10 Tage. Wir fahren so zurück. 4. Oh ne, das kommt sogar. Komm, den können wir gleich mitnehmen. Und jetzt fahren wir sogar an auf dem Rückweg. Zack. Und nehmen. City Hall noch irgendwas. Oh, Des Moines. Stoffe ist auch nicht so schwer. 6 Ziegel. Ja, Mobile ist aber woanders. 6 Ziegel sind aber schon wieder. Aber da, Des Moines. Ach so. Entschuldigung, ich hab nur MO gelesen und dachte, das wäre dasselbe hier. 6 Ziegel. Warte mal, wie viele Tage haben wir jetzt Zeit? Wir müssen ja noch die Passagiere auf dem Weg mit. Das kostet 3 und wir haben. 10. Ja, das sollte sich aber ausgehen mit ein paar Ziegeln dann, oder? Die sind halt so sauschwer. Okay, schauen wir mal. Was sagt die Zeit? Von der Folge jetzt oder von der Fahrzeit jetzt? Von beiden. Folge sind wir bei 19 Minuten, da können wir noch 5-6 machen. Mhm. 4 Tage, ja, das geht sich aus. Ja, okay, nice. Dann abdüst. Ob man Kanada auch nochmal, Alter. ob man nach Kanada vielleicht auch nochmal kommt? Keine Ahnung, gibt es noch ein DLC? Oder meinst du, das wird hier noch nachträglich noch mehr freigeschaltet? Ich weiß nicht, ich denke mal nur, weil hier überall die amerikanische Flagge ist, aber irgendwie, weil ist ja eh nur in Amerika unterwegs. Also vielleicht soll es einfach nur zeigen, wie patriotisch sie sind, aber irgendwie ein bisschen komisch, dass hier nur die Amerika-Flagge ist. Hm. Ist schon ein bisschen komisch. So, Passagier haben wir. Wer ist denn Collis, der da rumsteht?
Huntington? Das war, glaube ich, der, okay, der nach das, was wir uns aufgeschrieben haben. Genau. Okay. So, das war der mit der Schmuggelung, glaube ich. Schmuggelung. Schmuggelung. Wie ein Muggel. Der Muggel schmuggelt. Also wir könnten, ist jetzt nur eine Idee, hier den Auftrag annehmen für 18 Pelze, die in der Stadt liegen, wo wir jetzt hinfahren und wo wir von da anschließend wieder hier zwangsweise durchfahren. Ja, aber wir sind ja dann voll. Womit? Durch welche Stadt wollen wir jetzt durchfahren? Du meinst, wir da, wo wir die ganzen Waggons und so weiter stehen haben? Nee, da sind wir weit, weit von weg. Da fahren wir irgendwann mal wieder hin. Wir sind jetzt in Des Moines. Wir fahren jetzt nach links, nach Omaha, geben da den Schmuck ab, wo wir noch 6 Tage Zeit für haben. Dann und holen uns dort die Pelze. Dann können wir uns Omaha. Dann können wir uns in Omaha den Wagen vollpacken mit 18 Pelzen. In der Hoffnung, dass in der Zeit nichts verkauft wird, weil es sind nur exakt 18 Pelze da. Aha. Aber es ist die nächste Stadt, die wir anfahren. Also ich hoffe mal, dass da jetzt nichts passiert. Ja. Wenn nicht, steht bald Scheiße da. Steht Scheiße da. Weird doomed. Alter, hier sind überall rote Ausrufezeichen, egal wo mittlerweile. Das haben wir auch gerade gedacht. Die Bahn hier ist echt... Fällt gleich alles auseinander. Ich glaube, das ist jetzt so der Zustand, den die Deutsche Bahn aktuell so ein bisschen hat. Den haben wir jetzt langsam hier erreicht, ey. Ich meine, wir können, jetzt haben wir über 30.000, wir können uns auch theoretisch jetzt die neue Lok kaufen. Ja, komm. Weg die Scheiße, die alte hier, die schrottige. Verkaufen. So. Für 30 kaufen. Wie viel haben wir übrig? 14, das geht ja eigentlich. Ja, Errungenschaft freigeschalten. Traumkarosse. Traumkarosse. Na dann. Ist ja schon die beste Lok im Spiel jetzt hier, oder was? Vielleicht. Auf was gehen wir denn zuerst? Leistung, oder? Nicht. Was ist denn Leistung, das hier? Das hier. Lass mal jetzt schneller fahren. Wie ist da runterrasselt, was geht? Ja, ja. Pass auf, oh mein. Ring. Okay, dabei belassen wir es erstmal. Den Rest holen wir später nach, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf der Kante haben. Ja. Alter, wie können wir auch in jeder Stadt. Was zum Henker ist mit dem Passagierwaggon hier passiert, ey? Uiuiui. Können wir den da lassen und reparieren? Brauchen wir den unbedingt? Gerade aktuell nicht. Ich glaube niemanden, oder? Ja, nee. Ich hab auch mal vorhin. Also, Entschuldigung. Oh, doch, reparieren ist tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, reparieren ist diesmal gar nicht so günstig, aber. Was ist denn jetzt noch? Ach, der Frachtwaggon hat auch noch einen Schaden, mein Gott, ey. Ja, den brauchen wir aber, oder? Das ist egal. Das hast du bei den anderen Sachen auch gesagt. Plups. Kommen die anderen Beschwerden und Beschädigungen von Lok und Waggons dazu. Wir haben 16 Tage Zeit für die Pelze, die eine Stadt weiter... Wir sollten sie nochmal kaufen, schnell. Alle 18, so. Wie lange würde denn die Reparatur hiervon dauern? 18 Stunden, die haben wir. Okay. Da haben wir das Tempo... Mal den Tempo... Dann fahren wir los. Ja. Das würde mich dann wieder tierisch aufregen, aber... So. Zack. Ah, vergiss den Walter nicht? Ja. Ohne den könnten wir nicht los. So. Passagier... Ach, wir haben keinen Passagierwaggon dabei. Die werden auch schauen, die Leute, wenn wir sie nach 1000 Jahren wieder mal einsammeln. Hier, guck mal. Neue Lok. Alles neu, St. Paul Brief, nee, liegt auch nicht gerade auf dem Weg. Dann nicht. So. Nicht viel hat schon, Leute. Des Moines, über. Wir sollten halt echt unsere Sachen mal wieder einsammeln dann. Ah, warte, wir müssen kurz rein und das ist so ein Bug. Ah. Einmal in die Stadt und jetzt geht's.
Und dann sagt man dringend, boah, wie schnell wir jetzt mal. Ja, ne, dachte ich auch gerade. Dann sollte man dringend wieder alles aufsammeln. Boah, Alter, guck dir das mal an. 124 Dollar, Nano! Ja. Nice. Alter, Alter, ey. So, hier sind eure 18 Tonnen Pelze, Freunde. So. So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Folgende machen. 25 Minuten. Erstmal das machen wir. Und offscreen können wir uns ja beknaggeln. Gibt's das Wort? Keine Ahnung, wenn nicht, habe ich es gerade erfunden. Beknatteln, das klingt irgendwie falsch. Besprechen. Ich will mich aber nicht beknatteln. Besprechen. So. Was wir als nächstes tun, was? Verdammter Kuckucksklan, genau, hängt sie alle auf und verbrennt sie an den Füßen. Dan, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Ich glaube, das wollte der andere sein. Genau, genau. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Schön. Danke, weil wir es mitmachen. Ja, genau. Tschüss. Aber Junge, was war's?